schon? Ja, Leute, hier ist Patrick. Ich bin in einer Boeing 747 von Global Freightways. Ja, eine Cargo-Maschine ist das und das ist jetzt. Ja, hier mein Co-Pilot labert gerade, war nicht Jonas. Ja, also das ist ja jetzt eine Mission, das ist eine ausgemusterte 747, wie ich gelesen habe. Ich schalte jetzt immer durch die Ansichten. Ja, und die Kiste müssen wir runterbringen. Das ist jetzt der letzte Flug von diesem Flugzeug. Oh, da oben ist die Sonne, schön. Ja, was soll ich hier noch kurz zu sagen? Ja, wir fliegen jetzt einfach hier mal, während mein Co-Pilot den ganzen Funk übernimmt. Hier unten nochmal Dings. Wir müssen jetzt auf zwei einzelne Knoten verlangsamen. So, haben wir jetzt getan. Ja, so, ich muss noch schnell sagen, das werden vielleicht zwei Parts. Wird ein bisschen lang, ja. Und wir müssten jetzt hier mal auf 150. Okay. Ja. So, und ihr seht jetzt, wie wir hier das Flugzeug langsam drehen, Richtung Flughafen. Ich gehe mal in die Außenansicht. Ja, ich muss noch dazu sagen, dass hier ist einer der gefährlichsten Flughäfen der Welt, weil er mitten in den Bergen liegt. Wir haben leichte Turbulenzen. Ja, besser kann es nicht sein für mich. Na gut, nach meiner weichen Lufthansa-Landung und dem Monsunanflug ist das Leichteste, was ich jetzt gerade fliege. Weil ich glaube, Jonas würde dabei verkacken. Ganz ehrlich. Ja, er ist gerade im Raum anwesend, also von daher, wir sind gerade freundlich zueinander. Oh, scheiße, schon wieder falsch rum gemacht. Ich scrolle immer falsch rum und sinke jetzt mal richtig schnell. Ich will die Mission schaffen. Also ich necke dich auch ein bisschen mit Quantas und deinem Hack. Ach was. Ja, da seht ihr mal, wie das hier so zugeht. Bei zwei Leuten, die auf YouTube arbeiten. In einem Kanal. Ja, mit einem. Ja, so, ich versuche jetzt hier gleich mal ein ILS zu bekommen. Dann kürze ich die ganze Sache hier mal ein bisschen ab. Oh, scheiße, ich muss ja Sicht fliegen. Stimmt ja. Ach stimmt, also ja, Jonas gibt hier mir gerade meine Einweisung, während ich das Fahrwerk nochmal auf off setze. So, die Klappen kontrollieren wir jetzt mal, indem wir sie auf 45% setzen. Das heißt, sie sind jetzt wieder auf ready gestellt. Unser ganzes Flugzeug wackelt schön hin und her. Ja, also was das wohl für eine Mission ist hier. So wie das wackelt, ist, also bis jetzt ist es einfach. Ich meine, ich fliege nur nach Autopilot. Ja, so, wir haben jetzt die Anweisung bekommen, bei 12.000 Fuß in den Horizontalflug überzugehen. Seht ihr hier. Also ja, Jonas sagt gerade, er hat bis jetzt immer verschissen, aber ich schaffe es. Ja, zweimal hat er schon verschissen. Oh scheiße, ich habe jetzt gerade mit dem Finger gezeigt, das seht ihr nicht. Bisschen schlecht. Zeichensprache sollte man auf YouTube nicht anwenden. So, wir schalten jetzt mal wieder auf unseren Flughafen zurück. Oh, Jonas hier gerade am Fußballspielen im Zimmer. Mal sehen, wann die erste Lampe kaputt geht. Ja, ich guck. Oh, hat er schon mal eine zerschossen? Oh, er hat seinen Wecker zerschossen. Auch gut. Ja, so, also. Er freut sich noch drüber. Also ich glaube, das wird jetzt hier ein bisschen länger dauern. Ja, und Moment einmal. Jonas? Wende ich das auf den gleichen Tasten? Ja, und ich würde mal sagen, ich melde mich einfach gleich nochmal. Ja, so, da bin ich wieder. Wir hatten hier gerade kleine Probleme mit dem Flugzeug. Ja, wir drehen jetzt Richtung Bahn. Ja, wir sind zu schnell, sagt jetzt unser toller Co-Pilot hier. Ja, der ist ein bisschen besoffen. Ich kann ja mal gucken, wie es so aussieht. Ja, toller Feigling, ist noch nicht mal im Cockpit. Alles darf ich hier machen. Alles muss man selber machen, ey. Echt? Ja, okay, selbst ich sitze nicht im Cockpit, also von daher, ich bin ein Geist. Du bist da vor ein paar Jahren schon gestorben. So, also ich... Ja, Jonas, die Stewardess hat sich gerade gefragt, wo ist der Pilot? Ja, da...
Also ja, ihr kennt ja diese lustige Air Berlin-Ansage, wo der Pilot im gelben Schlauchboot drinne sitzt, während ich hier jetzt noch weiter drehe. Ja, ja, sehr lustig. Von den Nichtschwimmern verabschieden wir uns jetzt schon mal. Ja. Wegen Kostengründen haben wir leider auf TÜV geprüfte Schwimmflügel umgestellt. Knallorange, ja. Solche Witze gibt es leider auf YouTube. Was ist mit raus geworden? Ja, oder unser beliebter Lufthansa-Song kennt er ja auch. Aus unserem Video. Ja. Was? Oh. Ja, für meine Landung hätten wir das auch benutzen können, aber naja, wir fliegen jetzt hier einfach mal schnell und ja. Ja, während Dieter Bohlen gerade eine Ohren-OP in dem Zimmer hier hat, weil jetzt das Trommelfell geplatzt ist, weil Jonas gesungen hat. Naja, ich melde mich einfach gleich nochmal. Ich muss mal hier noch weiterfliegen. Ja, so Leute, jetzt bin ich wieder da. Bin jetzt im Enternflug. Ja, wir haben jetzt... Ja, wir haben die Landebahn jetzt in Sicht, Leute. Ich versuche jetzt einfach mal die Kiste hier aufzusetzen. Ich weiß, bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob man Missionen speichern kann, weil falls ich hier abstürze, dass ich mich nochmal melden kann. Oh. Oh ja, das mache ich jetzt auch mal schnell hier. Ich speichere jetzt mal schnell die Mission vorher ab, wenn es jetzt gehen würde. Ach da. So, wir nennen jetzt einfach mal Mission. Falls es schief geht, dass ich mich nochmal melden kann. Oh, jetzt haben wir hier ein bisschen Holländisch reingepackt. Nichts gegen Holländer, aber... Mission. Ja, genau. Ist genauso wie, was heißt Elfmeter auf Holländisch? Vorbei. Also ich hab ja nichts gegen Holländer, aber solche Witze gibt's halt bei uns in der Schule. Ach was. Ja, der nächste KLM-Flug, freut er sich schon drauf. Weil Jonas zieht ja so gerne über Holländer her. Hat man ja gesehen, er hat ja... Ah! Also, was? Oh ja. Ja, also hat man ja gesehen, er hat ja die Holländer nicht so gut dastehen lassen bei unserem KLM-Flug. Die landen perfekt, aber nein, er musste ja zu schnell reinkommen. Jetzt mache ich's besser. So, jetzt... Warum kann ich denn jetzt hier nicht selber fliegen? Oh, ach so, ich habe das Ding nicht ausgeschaltet mit Speed. Deswegen kann ich hier nichts machen. So, wir sind jetzt hier im Sichtanflug. Ich kann... So, wir scrollen jetzt mal ein bisschen ran. 155, ich soll mit 155 Knoten landen. So, also ihr seht, ich bin ein bisschen zu schnell für den Flughafen. Ja, Jonas greift mir jetzt hier ins Ruder rein, was ich eigentlich gar nicht ab kann. So, wir drehen jetzt auf den Enternflug ein. Und wir werden mal rekorden. Warum? Ach ja, wir... Landung, wenn ihr es wollt, können wir die nochmal in einem Video stellen. Ja, genau, wir rekorden jetzt hier nebenbei mit. Okay, mein Co-Pilot fängt erst jetzt mit der Checkliste an, was mich sehr beängstigt, weil die schon längst durch sein müsste. So. Ja, wir befinden uns auf 10.700 Fuß, weil der Flughafen ja mitten in den Bergen ist. So, also wir sind jetzt gleich in Quito, oder wie das heißt, Jonas? Hilf mal. Quito. Ja, Quito, hab ich doch gesagt. In Ecuador. Ja, wir sind jetzt in Ecuador, das macht mir ein bisschen Angst. Weil hier gleich eine Boden-Luftrakete kommen könnte. Ja. Also, wenn ich hier nicht gleich von der Boden-Luftrakete getroffen werde, dann lande ich jetzt. Ja, da könnt ihr mal sehen, ne? Wenn ich am Steuer sitze, kommt... Ach was! Also ja, wir streiten uns hier gerade um die Höhe. Ich meine, ich bin perfekt. Jonas meint, ich bin zu hoch. Ich ziehe jetzt einfach mal die Sicht zurück und sehe, dass ich perfekt komme. Du bist hier nicht mal zu hoch. Das ist bitter für ihn, weil er jetzt selber einsieht, dass ich perfekt fliege. Du bist auf jeden Fall zu hoch. Nein, das passt. So, also wir fliegen jetzt mit den Störklappen ein und setzen perfekt auf, würde ich mal sagen. So, Endanflug, wir haben jetzt 50, 40, 30, 20, wir sind schon im Retard und haben aufgesetzt. Ja, das tut mir jetzt mal leid, ich melde mich gleich nochmal, ich fange nochmal neu an. So, da bin ich wieder, ja, aller guten Dinge, ja, sind eigentlich drei, aber ich bin jetzt im zweiten Anflug, ich schalte jetzt mal den Autopiloten aus, jetzt fliege ich. Jetzt ist Patrick Time, jetzt wird's perfekt. Ja, Jonas fliegt gern so, aber ich fliege komplett zurück eigentlich. Du bist schon wieder zu schnell. Du willst doch nicht. Ich weiß, dass ich... Ja, also wir streiten uns gerade ums Tempo. Ich bremse jetzt einfach mal die Kiste ab. Und jetzt mach's einfach mal, dass du zu tief reinkommst. Mach das einfach. Glaub mir. Ja, ich fliege jetzt ganz tief mal über Ecuador drüber. Fahrwerk ist jetzt ausgefahren. Jetzt kommen wir perfekt rein, würde ich mal sagen. Ja, also Leute, wer die Mission schon mal geschafft... Nein, Jonas macht nicht den Schub.
Also ja, ich wollte nochmal schnell bei euch fragen, wer diese Mission schon mal geschafft hat, der kann das ja in die Kommentare reinschreiben. Ja, den sponsern wir einen Flug. Also ja, ihr dürft euch das Ziel auswählen, den Start. Ja, also einfach mal reinschreiben, wer es schon geschafft hat. Also wir verkacken wahrscheinlich beim zweiten Mal. Was natürlich nicht dürft, ist es reinschreiben, wenn ihr es doch nicht gemacht habt, weil das können wir nicht kontrollieren. Ja, also das wäre ein bisschen unfair, wenn ihr es nicht gemacht habt und einfach reinschreibt, ihr habt es geschafft. Also die Mission ist sauschwer. Und wenn ihr es geschafft habt, dann könnt ihr mal irgendwas schreiben, was uns versichert, dass ihr es auch geschafft habt. Zum Beispiel ja. Den Satz, den der irgendwie sagt am Ende. Ja, also genau, stimmt. Also damit, ja, damit wir sicher sein können, dass ihr das auch wirklich gemacht habt, schreibt einfach mal einen Satz vom Co-Piloten rein, dass er so die ganze Zeit, was er so die ganze Zeit quatscht, so im Endanflug. Einfach mal einen Satz reinschreiben. Ja, und wir widmen euch wie immer einen Flug. Was wir noch nicht wissen, ist von der letzten Quizfrage die N1-Einstellung. Das lösen wir jetzt mal auf, das habe ich inzwischen rausgefunden. Das ist, wenn ihr mit dem Autopiloten den Schub fliegt, dreht ihr den N1-Schalter ein, damit das Flugzeug beschleunigt. Also ihr könnt die Beschleunigung einstellen in Prozent. Okay, aber jetzt konzentrieren wir uns mal. So, ja, wir landen jetzt einfach mal und wenn wir jetzt abstürzen, schmeiße ich alles hin. Okay, stopp, so reicht's für den Ziehen. So reicht's für den Ziehen. Okay, also wir fliegen jetzt so ein. Die Boeing ist ja ein bisschen höher. Und ich glaube, das passt. Jetzt. Okay, wir gehen jetzt in den Leerlauf über und bremsen. Runterziehen. Oh, Jonas gibt dir die ganze Zeit Anweisungen, die nerven mich ein bisschen. Höher ziehen. Wir haben gelandet. Wir sind aufgesetzt. Ja, also, ja, wir haben Quito getroffen und versenkt, würde ich mal sagen. Total. Ja, und jetzt bremsen wir einfach mal die Kiste ab. Wie ihr seht. Und wir nehmen den nächsten Rollweg. So, jetzt geben wir wieder Gas. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Ja, so, wir rollen jetzt zum nächsten Gate und dann ist die Aufgabe auch schon geschafft. Wenn Jonas hier nicht andauernd Gas geben würde, ich gehe mal ins normale Cockpit, weil ich muss mal die Autobrakes deaktivieren. Ach, unser Einsatz ist erfolgreich. Wir drehen jetzt noch auf den nächsten Rollweg, dann verabschiede ich mich auch schon. Ja, Moment, ihr dürft noch sehen, wie wir auf den Rollweg schwenken. So, das war jetzt der letzte Flug dieser Global Freightways 747. Die wird jetzt verschrottet. Bis dann, wir sehen uns bei dem nächsten Flug von uns. Und das war die Verschrottung.